8 im Finale. Er wartet ganz einfach auf das richtige Moment und dann, boom, ist er da. Und jetzt weiß er ganz genau, meine eigene Leg gewinnen, dann ist es über. Noch einmal 12, 15 Darts, vielleicht 18, aber diese Leg ist für mich, ich bin hier der Meister. Und damit sind alle Fans hier in Düsseldorf im Taylor Wonderland. Und sag mir jetzt mal, was hat Lewis falsch gemacht? Was hat er falsch gemacht? Und dass Taylor zur Stelle ist zum richtigen Zeitpunkt, das zeichnet ihn seit Anfang der 90er Jahre aus. Oh, hier hat er vielleicht eine Chance. Ja, ja. Ernster Gesichtsausdruck. Ja. Von Mr. Della. Der Della Boy. Della Boy. Das ist eins. Das ist zwei. Und das ist drei. Oh. Trotzdem, wenn Lewis die 98 in die Heimat bringt, dann ist er wieder im Geschäft. Aber letztlich braucht er... 56 Rest, Tops Rest. Er muss 98 werfen. Und das eine Break würde ihm nicht reichen. Er bräuchte noch ein zweites. 78. Noch nein. 60. Nein. 40. Matchstarts, Championship Darts ja. Für Phil Taylor. Nach dem Sieg beim World Matchplay könnte auch diesmal der Triumph bei den European Darts Championship folgen. Oh, knapp drüber. Oh, Doppel 10. Und er ja, ist ein, da ist er. Der dritte oh, ist schau es. Ihm, schau. Taylor ist nicht jetzt zu bezwingen bei diesem Turnier. Die vierte Auflage, der vierte Sieg. Das 20. Match gewinnt Taylor nacheinander bei den European Darts Championship. Congratulations to both of you. Herzlichen Glückwunsch an beide. Das war ein super Finale. Phil, zum vierten Mal gewonnen, vierter Titel. War fantastisch. Hat Ihnen das Spaß gemacht? Ja, also ich schien erstmal gar nicht irgendwie es zu schaffen, mich von Adrian zu lösen. 6-4 und es war sehr knapp und Adrian hat auch schon früher einen Rückstand aufgeholt und es war schwierig. Und also, es waren ein paar tolle Würfe dabei. Und gut, Adrian, er ist fantastisch. Ja, absolut. Ein Nine-Darter hat er heute hingelegt. Ein Nine-Darter im Halbfinale, unglaublich. Wie haben Sie das erlebt? Ja, das ist natürlich eine Riesensache für mich. Aber der letzte Wurf in dem Halbfinale war noch wichtiger als der Nine-Darter. Und die Doubles, die sind mir ganz gut gelungen heute, muss ich sagen. Und ja, ich habe dann ganz gut ein paar Würfe hingelegt und das ist ganz gut gelaufen, muss ich sagen. Ja, ich habe mir das angeguckt und es stimmt, was Adrian gesagt hat, der Nine-Darter, das ist ja auch nur ein Leg, dass man damit gewinnt und das heißt noch gar nicht, dass man das Spiel dann auch gewinnt. Das heißt, ich habe mir das genau angeschaut. Und wie er danach reagiert hat. Und Barnefe war ja kurz davor, das Spiel sogar noch zu gewinnen. Und er hat aber fast perfekt gespielt, muss man sagen. Und das Finale war ein super Finale. Und
Wenn jemand in Ihre Fußstapfen treten könnte, wäre es Adrian Lewis. Was sagen Sie dazu? Ja, also das hat er ja eigentlich schon. Er ist ja World Champion und im gewissen Sinn ist er schon mein Nachfolger, kann man sagen. Und seine Zeit, sie kommt auf jeden Fall. Er wird noch ein paar Dinge lernen, aber er lernt schnell. Und er hat sehr viel Selbstbewusstsein und er ist auf dem besten Weg, auf jeden Fall. Aber Sie geben noch nicht den Platz so schnell frei, nicht wahr? Nein, nein, ich mache noch ein paar Jahre weiter. Nächsten Monat werde ich 51 und bis 55 mache ich mindestens noch weiter. Aber es wird niemals einen weiteren Phil Taylor geben, das möchte ich doch hinzufügen. Also Phil hat der Welt so viel gegeben und für mich der beste Dartspieler, den es jemals geben wird. Ja, das ist natürlich ein Riesenkompliment von Adrian. Aber es ist jetzt schwierig, die Position zu verteidigen. Also man muss wirklich sich hart gegen die Konkurrenz bewähren und sich durchsetzen. Und das ist hart. Und auch für Adrian wird das schwer. Eine weitere Frage. Was ist mit diesem Pokal passiert? Was ist da passiert? Also ich weiß auch nicht, das ist sein Viagra, glaube ich. Das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Also, haben Sie den fallen gelassen? Pottery, son, pottery. You can take it to England. Also, ich glaube, Sie können den so mitnehmen nach England und da reparieren. Okay, guys. Thank you. Thank you very much. You can cope it. Stay here for a second. Okay. Thank you, guys, both of you. Vielen Dank. Again, congratulations. Und herzlichen Glückwunsch nochmal. Phil Taylor, Adrian Lewis. Great 4 days here with you in Düsseldorf. Thank es waren you very fantastische much. 4 Tage. Vielen Dank dafür. That's a really special one, right? Das ist eine ganz besondere Trophäe. There's allerdings, one in the world like that. Es gibt keinen anderen Pokal, der so aussieht. Okay, also sensationell geht das hier zu Ende, liebe Zuschauer. Yes. Yeah, thank you very much. Thank you.